Ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute eine neue Rezension für euch. Und zwar geht es nämlich heute um folgendes Rezensionsexemplar: Coco, Sophie und die Sache mit Paris von Stefanie Jana und Ursula Kollritsch. Und dieses Buch hat 444 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Und wie der Titel vermuten lässt, geht es in dem Buch um Coco und Sophie. Durch einen Zufall sozusagen reisen die beiden zusammen mit Sophies Tochter Freddy nach Paris. Das ist aus der Sicht der beiden Frauen geschrieben und zwar abwechselnd. Coco ist Redakteurin und zurzeit ein bisschen überfordert bzw. unzufrieden mit ihrem Job. Auf der anderen Seite eben Sophie, sie ist alleinerziehend und sie ist Literaturagentin und auch sie ist auf jeden Fall ziemlich überarbeitet, benötigt dringend Urlaub und in der letzten Zeit haben die beiden halt so relativ aneinander vorbeigelebt, weil beide halt einfach viel zu viel zu tun hatten. Und so kommt es dann eben dazu, dass die drei eben diesen Roadtrip nach Paris machen und dabei kommt es natürlich zu der ein oder anderen Komplikation. Und während Sophie sich halt eben total freut, dass sie endlich mal ein bisschen Freundinnenzeit wieder miteinander verbringen, ist Coco nicht ganz so begeistert. Sie freut sich natürlich auch. Aber es ist eben so, dass sie auch noch ein Geheimnis im Gepäck hat. Denn eigentlich reden die beiden Freundinnen über alles. Sie haben keine Geheimnisse voreinander, außer dieser einen Sache. Coco hat sich nämlich in den Bruder ihres Ex-Mannes verliebt. Und der will sie eben in Paris treffen. Sie traut sich aber nicht darüber mit Sophie zu sprechen, weil die nämlich keine gute Meinung von ihrem Ex-Mann hat. Berechtigterweise, wie man dann auch im Verlauf erkennen mag. Denn Karl Torben, wie ihr Ex-Mann heißt, ist auf jeden Fall noch nicht über sie hinweg. Und das ist natürlich alles nicht so schön und auch teilweise ein bisschen beängstigend. Der Weg führt sie dann geradewegs übers Elsass und geradewegs in den Sommer ihres Lebens. Und ich fand das auf jeden Fall eine nette und amüsante Geschichte für zwischendurch. Also es war auf der einen Seite halt emotional teilweise, auf der anderen Seite auch humorvoll, dann wie ich gerade gesagt habe, auch manchmal schon so ein bisschen beängstigend und gruselig, wenn man das so sagen kann. Gerade am Anfang habe ich mich auch sehr geärgert über die eine oder andere Person in diesem Buch. Ich möchte natürlich jetzt nicht zu viel verraten, weil ich finde, das muss man schon selber lesen und sich selber darüber ärgern. Wenn ihr das Buch lest, dann werdet ihr garantiert wissen, was ich meine. Ich mochte auf jeden Fall die beiden Frauen auch sehr, sehr gerne, wobei sie irgendwie jeder auf ihre Art irgendwie so ein bisschen egoistisch gewesen ist. Wobei es auf der anderen Seite auch irgendwie verständlich ist. Trotzdem war es halt nicht immer ein unbedingt sympathischer Zug. Cocos primäres Ziel ist natürlich Paris, weil sie dort ein Date mit ihrem Freund, Liebhaber eben hat. Dementsprechend ist sie eben sehr penetrant, was eben die Weiterreise betrifft und ist auch schnell eingeschnappt, wenn es dann mal nicht so läuft, wie sie möchte. Verbreitet dann manchmal so ein bisschen miese Laune und Hektik und tut halt eben auch einiges dafür, dass es halt letztendlich dann auch wirklich nach Paris geht. Und gerade so zum Ende ist nochmal das eine oder andere passiert, wo ich mir so dachte, so wow, das ist aber jetzt wirklich nicht nett gewesen, ne? Und auf der anderen Seite dann eben Sophie, die wirklich einen tollen Sommer so für sich verbringt, gar nicht verstehen kann, warum Coco eben manchmal so ist, wie sie ist, weil ihr halt eben eine wichtige Information fehlt. Und ja, ich fand das halt eben sehr, sehr schön, denn natürlich spielen auch Liebesgeschichten in diesem Buch eine Rolle. Also einmal eben diese Liebesgeschichte zwischen dem Bruder ihres Ex, also zwischen Coco und Nick. Und auf der anderen Seite gibt es auch für Sophie ein Love Interest. Und das fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Und eigentlich noch schöner als eben diese Sache mit Coco und Nick, weil mir diese Person einfach deutlich sympathischer war und auch irgendwie Sophie generell irgendwie ein bisschen sympathischer auf mich gewirkt hat, glaube ich. Also sie ist mir noch ein bisschen mehr ans Herz gewachsen als Coco, wobei ich beide eigentlich ziemlich cool fand. Was ich ein bisschen schade fand, ehrlich gesagt, war, dass Freddy ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also sie ist auch irgendwie so ein interessanter Charakter, finde ich. Und ich hätte es cool gefunden, wenn halt mehr über sie berichtet worden wäre. Oder was ich auch noch ganz genial gefunden hätte, wenn so das ein oder andere Kapitel nochmal aus ihrer Sicht vielleicht gewesen wäre. Es hätte ja gar nicht gleichmäßig aufgeteilt sein müssen, sondern nur mal so 2, 3 Kapitelchen zu der ein oder anderen Situation hätte ich ganz cool gefunden irgendwie. Ich glaube, das wäre auch nochmal ganz witzig gewesen. Aber nichtsdestotrotz fand ich die auch irgendwie so richtig cool. Ebenso wie alle anderen Charaktere, die dort eine Rolle spielen. Jeder hat so irgendwie das besondere Etwas. Es macht einfach Spaß, es zu lesen. Ich mag das halt immer, wenn
nicht nur die Protagonisten irgendwie interessant sind, sondern natürlich auch die Nebencharaktere und dass man die eben auch in sein Herz schließt. Und das war hier auf jeden Fall so. Gerade zum Ende hin war das Ganze dann auch wieder richtig cool gemacht, irgendwie so charmant und amüsant dann auch aufgelöst. Und es ist eben so, dass der ein oder andere Charakter, der einem halt am Anfang irgendwie so eher so unsympathisch war, der ein bisschen nervig war, dass das sich halt zum Ende hin irgendwie nochmal so gedreht hat. Und das fand ich halt cool. Ich möchte gar nicht unbedingt jetzt auf jeden einzelnen Charakter da eingehen, aber es gibt natürlich in der Heimatstadt die eine oder andere Person, die eine Rolle spielt. Oder dann lernen sie natürlich auch im Elsass noch einige neue Leute kennen. Und das ist eigentlich so ganz witzig gemacht und die sind alle irgendwie charmant. Gerade eben aufgeregt hat mich auch Karl Torben. Das ist ja, wie gesagt, der Ex-Mann von Coco. Und er ist nicht über sie hinweg. Also die beiden sind schon jahrelang getrennt und trotzdem ruft er sie noch jeden Tag mehrfach an. Und wenn sie dann nicht dran geht, dann wird er völlig bekloppt im Kopf und denkt sich sonst was für Geschichten aus und bombardiert sie dann auch noch mit dem SMS und Sprachnachrichten. Und die Vorstellung ist einfach richtig grausig, finde ich. Und ich an Kokos Stelle hätte mir das auch gar nicht so lange angeguckt. Also es geht jetzt, wie gesagt, schon Jahre so und sie hat bisher echt noch kein Machtwort gesprochen. Und das ist für mich einfach unverständlich. Also das fand ich schon echt ziemlich beängstigend und sehr nervenaufreibend irgendwie. Wobei er einem dann auf der anderen Seite auch irgendwie wieder ein bisschen leid getan hat, weil man echt ja auch gemerkt hat, wie sehr er an ihr hängt. Also es ist ja auch wieder so ein zweischneidiges Schwert, aber naja. Wie gesagt, das war auf der einen Seite dann halt eben ziemlich witzig und humorvoll manchmal, auf der anderen Seite aber auch manchmal emotional, vor allen Dingen finde ich auch in einer ganz bestimmten Situation am Ende. Das Ganze hat dann aber auch teilweise zum Nachdenken angeregt. Wer jetzt vom Titel ausgehend denkt, dass es hauptsächlich in Paris spielt, dem ist nicht so. Aber es ist jetzt halt eben nicht so, dass das Ganze eben dieses spezielle Flair hat, was von Paris so ausgeht, weil das Buch halt eben hauptsächlich nicht in der Stadt der Liebe spielt. Das fand ich jetzt aber nicht schlimm. Wie ich schon gesagt habe, mir hat es gut gefallen. Es ist was locker und leichtes für zwischendurch. Es macht auch auf jeden Fall irgendwie Urlaubsfeeling. Es macht Lust auf Frankreich generell halt. Und ja, wenn ihr das schon gelesen habt, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!